Hallo Freunde und willkommen. Heute will ich euch nur ganz kurz und knapp zeigen, wie wir das geheime Katzenspiel hier in Android 7 freischalten können. Das Easter Egg, ja, das sogenannte Osterei, das sind so kleine Spiele oder Spielereien, die Google-Entwickler immer so ja ein bisschen verstecken hier. Die müssen wir erstmal finden und freischalten. Da ist bei jeder Version ein anderes Spiel oder eine andere Spielerei dabei. Bei den 7er hier ist eben ein Katzenspiel, wenn man das ja überhaupt ein Spiel nennen kann, das werden wir gleich sehen. Genau, die Freischaltung hier erfolgt im Prinzip auch wie bei den Vorgängerversionen auch, ja, hier über Einstellungen, ja, auf unserem Smartphone, und hier haben wir irgendwo Telefoninfo hier unten, ja, zack, einfach drauf tippen, und hier haben wir Software-Info, einmal drauf tippen, und genau hier oben haben wir die Android-Version hier, die ja Android-Version, die 7er hier in dem Fall. Hier tippen wir einfach dreimal hintereinander so drauf, schnell, zack, zack, zack. Genau, und schon erscheint auf dem Display hier dieses Logo hier, das N, ja, von Nougat. Und jetzt müssen wir vielleicht 5-6 Mal hintereinander tippen auf das Logo hier. Und vielleicht, ja, 5-6 Mal und dann kurz halten. Ich mach mal 1, 2, 3, 4, 5 und halten. 1, 2, 3, 4, 5 und halten. Genau, und jetzt hier haben wir hier unten diese Katze hier gesehen, kurz. Und ja, das bedeutet, dass das Spiel schon freigeschaltet ist in dem Moment. Alles, was wir jetzt machen müssen, ist einfach hier unsere Quick Launcher aufrufen und hier auf Einstellungen, ja, auf diese drei Punkte hier drauf tippen und dann auf Bearbeiten. Und genau, hier sehen wir unten die Katze hier. Ja, das halten wir einfach gedruckt mit dem Finger und ziehen hier rüber vielleicht in unseren Quick Launcher. Und ja, das war's auch schon alles. Jetzt können wir auch direkt loslegen. Ja, ob das jetzt, weiß ich nicht, ein Spiel ist, ist vielleicht etwas für Katzenliebhaber. Ja, es geht einfach nur um Katzen sammeln, ja. Vielleicht so eine Art, weiß ich nicht, eine Mischung zwischen Pokémon Go und Tamagotchi, keine Ahnung. Hier haben wir jetzt dieses Empty Dish hier, dieses ja leere Teller. Und wenn wir einfach drauf klicken, jetzt tippen einmal, dann haben wir hier Chicken, Thread, Fish and Bits. Wir können jetzt hier irgendwas auswählen. Also wir legen das jetzt in den Teller sozusagen, beispielsweise einen Fisch hier. Und wenn wir jetzt genau hier nachschauen, haben wir einen Fisch. Was wir jetzt machen müssen, ist einfach nur noch warten, bis eine Katze vorbeikommt sozusagen, und die müssen wir dann ja sozusagen fangen, behalten. Das kann dauern, weiß ich nicht, 15 Minuten, halbe Stunde, je nachdem. Also das ist jetzt keine bestimmte Zeit hier. Wenn wir jetzt eine Katze haben, sieht das so aus, wenn ich jetzt hier ich habe, glaube ich, schon 1, 2 Katzen. Ich halte einfach den, genau, ich habe 3 Katzen hier. Wenn eine Katze da vorbeikommt, dann erscheint eine Meldung, Cat hier, Number 146 ist da, da können wir einfach drauf tippen und dann können wir sie einfach behalten, und wenn wir jetzt antippen, können wir auch einen Namen vergeben hier, und ja, ist wie gesagt vielleicht für Katzenliebhaber, es geht einfach nur um Katzen sammeln hier. Das war's jetzt auch schon alles. Ja, wenn ihr Fragen oder Anregungen habt, einfach einen Kommentar hinterlassen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.